Hallo und herzlich willkommen zu Ghost Exile. So, das war komisch, ey. Unser Privatheli haut schon ab. Höchstwahrscheinlich hast du gesehen, was der Privatheli abgelassen hat. Nee, das Tent. War anders. Aber hier waren wir schon mal in dem Haus, ne? Nee. An so eine coole Reifenschaukel könnte ich mich erinnern, Jasmin. Genau. Ich kann dir sagen, wie sie gestorben ist. Hier ist eine Hackebeil. Hackebeil. Sie wird hier drüber gestolpert sein und den Kopf an dem Stein aufgeschlagen haben. Eventuell. Genau so ist es passiert. Kann ich den Ball schießen? Oh, schade, aber ich kann drüber laufen. Kann ich ihn aufnehmen? Oh, nicht mal das sei mir gegönnt. Stromkasten ist im Bad, nee, im Keller. Haus. In welchem? Doch, hier waren wir schon mal. Guck mal hier mit dem Tisch. Da stand der doch hier vorne. Doch, hier waren wir schon mal drinnen. Really? Jo. 100%. Halt ja, doch, hier. Doch, da haben wir doch. Doch. Stimmt. Ja, da waren wir schon mal. War das nicht, wo ich aus der Runde geflogen bin? Oder haben wir hier nichts gefunden? Wie war denn das? Ich glaube beides. Na gut. Achso, okay, ich muss doch den mal anmachen. Ich hab eine neue Theorie, wie der Geist gestorben ist. Pass auf, hier liegt so ein Hackmesser, ne? Hack. Sie wird höchstwahrscheinlich Fleisch ruckartig geschnitten haben. Dabei ohnmächtig geworden sein, mit dem Kopf auf den Gasherd gelandet und elendig verbrannt. Wahrscheinlich. So oder so ähnlich wird es oder wird es auch nicht passiert sein? Ihr Jonathan Frank. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Tja, da muss ich sie leider bestätigen. Hast du den Strom schon angemacht? Nee, war das mein Part? Ja. Ach, hier wollten wir doch das Ritual machen. Nachher haben wir doch das Dings versucht zu verbrennen auch. Ach so, ja, genau. Wo wir noch so richtig noobig und dumm unterwegs waren. Wir haben Dunst. Also wir sind immer noch noobig und dumm unterwegs, aber wir wissen jetzt, wie es geht. Was ist denn das? Ach, dein Strahler hier, ey. Ja, gern geschehen. Nee, der hat mich voll geblendet. Oben ist die Türenspalt offen gewesen. Ich gehe davon aus, dass der Geist auch hier sein wird. Was? Wo? Im Obergeschoss. Obergeschoss. Ich habe auch 1,8 Grad hier drin. Aber wir brauchen ja noch die Visitenkarte. Ja, die suche ich gerade. Ja, komm. Fick dich, wenn du mich jetzt tötest, bringe ich dich um. F4. Jasmin, ich werde einen Toten töten. Ich werde es tun. Ich werde einen Toten töten. Also F4. Hallo? Er hat dein Ding ausgemacht hier. Der spinnt wohl. Dieser Schelm. Licht ausgemacht. Okay, im Koffer ist nix. So. Aber hier ist kein. Hey! Hä? Du Aschi, lass das. Ich hab nix gemacht. Nee, ich meine den Geist. Wie heißt der denn? Keine Ahnung. Wie kannst du fremde Leute beschimpfen? Geht hier ein Telefon, aber er hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Kann das auch? Gott, oh Gott. Ich habe einen Schlüssel. Es hat genau neben mir geknarrt, Strom ist weg, kann das sein? Nee. Nein, er hat nur Licht ausgemacht, wenn dann. Aber wo ist hier ein ach, hier. Aha. Hier haben wir ein bisschen Handcreme. Ein paar Buntstifte. Möchtest du was malen? Oh, F4. Ja, 4 ist doch nix, ne? 4 Schmier, sag ich immer. Vieren sind nicht schlimm, Jasmin. Frag mein Zeugnis. Was war das? Hast du das gehört? Ja. Oh, Jesus, ich hab mir gerade richtig in die Hose gekackt. Ja, der ist schon wieder oben bei mir. Warum immer bei mir? Nee, hier unten klingelt das Telefon. Ja, aber oben klebt er an der Decke. Alter, was war denn das für ein Geräusch? Jasmin, ich habe hier sehr wertvolle Informationen gesammelt. Im F2. Ich habe einen Ausweis gefunden. Alter, das Licht schon wieder ausgemacht. Laut Informationen, die den Ausweis betreffen, handelt es sich zu dem Geist. Der hieß wohl zu Lebenszeiten Sebastian Jones und war gerade mal 43 Jahre alt.
Sebastian Jones ist es also. Sebastian Jones, bist du hier? In welchem Raum befindest du dich? Sebastian, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Kannst du mit mir sprechen? Nimm dir den Typ da oben. Hä? Ach, du bist unter mir, du Miststück. Ach, Leute, du spielst dein Diktiergerät ab, ne? Was war das? Steht hier irgendwo ein Klavier? Nee. Was war das? Ein Flügel? Also ich find's ja heute sehr, sehr gruselig hier. Steht hier irgendwo ein halbes Hähnchen? Ich hab 0,4 Grad. Warte mal, ich würde vielleicht... Komisch. Auf der Kamera kann man zum Glück richtig gut sehen, wenn der Strom weg ist. Okay. Und wenn ich die jetzt hier noch platziert kriege, dann bin ich zufrieden. Lol. Die ist lol, Alter. Ja, ich habe die hochkant hier draufgepackt. Lol. Du hängst. Das hat nicht so funktioniert. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht im... Oh, lag das vorhin nicht hier schon? Was denn? Ich habe hier ein Fernglas. Ich glaube, der Geist ist Pirat. Fernglas? Kannst du das nehmen? Nee. Aber Sebastian war Cosplayer und hat sich gerne als Pirat verkleidet. Sieht man auch nicht so gut. Puh. Was ist das hier? Seife? Also das ist ja auch eine Unordnung hier, ehrlich. Ja, bitte. Danke. Sehr nett, dass du mir das Licht anmachst, ey. Ehrlich jetzt? Hat er bei dir Licht angemacht? Ja. Ich bin mir so sicher, dass der oben ist. Der geht hier unten irgendwie ab. Ich habe auch EMF zwischendurch. Irgendwas hat der hier angemacht? Schon wieder das Radio. Sebastian, bist du oben oder unten? Hinten. Seppel, ich komme! Seppel, bist du hier? Seppel? Sebastian, wo bist du? Ich hab grad ein... Kannst du mit mir sprechen? Ich hab grad so einen Atem gehört. Bist du oben? Oder unten? Wo bist du? Wir könnten das Ouija-Brett fragen. Ich habe das sogar schon gesehen. Unten, glaube ich. Oh Gott, Jasmin! Was willst du hier? Das ist mein Reich. Sebastian, bist du hier? Kannst du mit mir sprechen? Gottes Penis. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Rede mit mir. Okay, jetzt zweimal Dings gegeben hier. Hey, ich hab doch das... Kannst du mit mir sprechen? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Rede mit mir. Hier unten sind 16 Grad. Aber hier war doch... Ja, aber hier ist er auch zwischendurch. Sag mal, weißt du, wo das Ouija-Brett ist? Nee, du? Ich... dachte, ich hätte das schon gesehen gehabt unten, aber habe ich nicht. Habe ich das oben gesehen? Ich weiß nicht. Oder hier? Hallo? Seppel? Seppel, are you here? Hier ist ein Handabdruck an der, so ein verbrannter Handabdruck am Fenster. Seppeldeppel. Ja. Oder war das hier drin? Ja, war nicht unterm Koffer, ne? Unterm Koffer? Na ja, ich habe einen Koffer vorgezogen. Der lag unterm Bett. Bin ja neugierig. Muss ja wissen, was die Leute so haben. Mhm.
Warten. Bist du oben? Mhm. Oh nein. Hä, wo habe ich denn das? Ach so, hier. Ha. Na klar. Oh oh. Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Oh mein Gott, scheiße. Achso, hier fliegt nur alles. Oh, ich dachte kurzzeitig, der hängt hier an der Decke. Ich dachte, ich bin unter ihm durchgegangen. Boah. Hey, Seppel, du, Freund. Wo bist du? Oh Gott, bist du... Ich stand genau... Ich war im Schrank. Er ist im Master Bedroom. Das ist oben. Warum machst du das Witcher genau neben meinem Versteck? Wo bist du denn? Ich war im Schrank. Oh, ist aber schon. Ich war hier im Schrank eben, ey. Bis ich eben den Ausgang gefunden habe, ne? Was hast du denn im Schrank gemacht? Mich versteckt. Ich sehe nur, du kommst aus dem Schrank und machst... Ach, du hast eine Kamera schon... er hat sie umgeschmissen oder hast du sie so hingelegt? Hä? Liegt ein bisschen? Nee, da habe ich sie nicht hingelegt. Aber ich weiß jetzt, wo er ist. Das heißt, ich kann jetzt neu aufbauen, aber bei der Gelegenheit sollte ich gleich mal Sachen mitnehmen, ne? Wenn ich schon hier bin. Und zwar, ich nehme jetzt das Radio mit, den Bewegungsmelder. Aber sehe ich jetzt nicht. Und wenn es noch passt, die Kamera. Na, Orbs sind da jetzt nicht schlimm. Nee, bis jetzt habe ich nur Dunst gesehen. Alter, der zieht aber Zenity, ey. Wieso, wie viel habe ich noch? 60. Am A. 65, ich habe 64. Okay, das ist nicht viel. Reicht doch. Der zieht. Aber was ist für den das Master Bedroom? Master? Vielleicht seine... Echt, lol, ich bin gegen den Schrank gelaufen. Lol. Lol. Wie im wahren Leben. Das war ja skurril. Okay. Sebastian, bist du hier? Kannst du mit mir reden? Ist das hier das Master Bedroom? Er hat hier gerade eine Flasche umgekippt. Ja gut, das heißt ja nichts. Hier unten. Sebastian, kannst du mit mir reden? Okay, okay, okay. Will er nicht? Warte. Hol mal den Laser. Irgendwie glaube ich, das ist nicht der... Ist nicht wirklich das Master Bedroom, das große Zimmer. Ich bin immer noch der Meinung, dass es nebenan... Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Sebastian, wo befindest du dich? In welchem Raum? Oben im Master Bedroom, hat er doch schon gesagt. Gib ihm ein Zeichen. Warum mir? Erscheine. Ja, wo ist die Kamera? Zeig dich. Smin, ich würde jetzt ungern sterben, ja? Ja, Patrick. Danke. Ich habe sehr viel Geld investiert in meine Ausrüstung. Ich finde meine Kamera nicht mehr. Cool. Was liegt denn hier? Meine nicht Cam ist weg. Nee. Hm? Warte mal, ich gehe mal gucken, wo die ist. Vielleicht sehe ich die am Auto. Warte mal. Die liegt in irgendeinem Raum, wo... Ja. Und jetzt rechts. Ja. Geradeaus. Ja. Ja. Und jetzt stopp. Stehst genau davor. Oh, cool. Die ist im Koffer oder so. Ich, also, sie ist mir nicht ersichtlich. Die ist weg. Ja. Gut. Das war's denn. Unterm Teppich gekehrt. Was? Jetzt hat sie sich bewegt? Hä? Jetzt sehe ich gerade irgendwie einen anderen Schrank. Jetzt sehe ich dich kopfüber irgendwie in die Füße schweben. Hä? Irgendwie bist du nicht mehr auf dem Boden. Keine Ahnung. Also ich sehe hier nicht meine Kamera.
Irgendwie ist sie in der Decke jetzt drin, oder? Ja, die ist, glaube ich, so gefallen, dass die jetzt zwischen Decke und Boden ist. Oh, ja gut, vielleicht kommt sie ja unten im Wohnzimmer wieder raus. Nee, jetzt ist sie wieder richtig. Ach komm, leck mich doch. Jetzt ist sie wieder nur in den einen Raum. Ich gehe da nicht mehr hin. Nein. Hat sich jetzt ausgekammerert. Vielleicht ist da eine Diele schief und du warst zu fett und hast sie einfach nur zerdrückt. Du hast 59 Sanity. Oh, wir haben gar keine Pillen, ne? Nö. Scheiße, ich kann nicht ohne meine Medikamente. Ohne deine Drugs. Aber im Master Bedroom sind 18 Grad. Sebastian, bist du hier? Penis. Er hat schon wieder das Radio angemacht. Ja, aber nebenan im Kinderzimmer. Nee, Nee, hier, bei unten. mir. Bei dir, ja. Ich hab's gerade ausgemacht. Was war das? Was? Cool, nur ich hab's gehört. Freut mich. Das steigert meine Motivation in diesem Fall. Das soll das hier das Master Bedroom sein, aber hier, das sieht aus wie ein Gästezimmer. Bedroom, ist das nicht ein Badezimmer? Schlafzimmer. War jetzt hier eben gerade schon der Handabdruck dran? Warte mal, hat der Bedroom oder Komm mal Bathroom her. gesagt? Ja, Bitte der war weiß. vorhin schon. Das sah aus, als wenn da gerade einer rangetippt hätte. Hat der Badezimmer vielleicht gesagt? Nee, der hat doch Master Bedroom gesagt, oder? Bathroom, ist das nicht Badezimmer? Nee, aber er hat ja Bedroom gesagt. Und Schlafzimmer. Oder nicht? Weiß ich. Du hast das Ouija-Brett gehabt. Keine Nee, mir Ahnung. zeigt der an unten. Ich kann nicht lesen. Was verlässt du dich auf mich? Ja, stimmt. Hier, du hast doch diesen Ja, Geistordnungssender. Geh der mal. zeigt mir das da an im Badezimmer eben. Und wenn du oben bist. Oh Gott, Jasmin, Dann Alter. Irgendwann kommt der hat er Tag, da mir hau ich weiter dir eins. runter. Da hat er mir weiter runter angezeigt. Habe ich doch eben gerade gesagt. Okay. Vielleicht Nee. musst du es nochmal probieren mit dem Ouija-Brett. Nee, nix. Ich hab hier, guck mal meine Sanity an. Okay, wir haben noch die Möglichkeit, das Buch zu verwenden. Ist schon wieder Licht ausgemacht hier überall. Bringe den Geist dazu, eine Kerze Wo bist du? auszublasen. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Ich muss mir mal ein Kruzifix mitnehmen. Und vorzugsweise herausfinden, wie es funktioniert. Wird das hier Ruhe? Bist du Nee. oben oder unten? Ich hab da was gehört. Die hat geredet. Bewegungsmelder ist angegangen hier drinne. Ja, die war da auch irgendwo. Schreib ins Buch, weibliche Sebastian. Jasmin sagt übrigens, du bist ein Mädchen, also falls du jemanden umbringen Ja, willst. ich habe gerade Frauenstimmen gehört. Ja, da ist gerade so ein Schatten hochgekommen von einem scheiß Fenster. Schreib ins Buch. Bist du drinne? Ja. Also wir haben auf jeden Fall den Dunst und den Bewegungsmelder. Damit bleibt nur noch von den Geistern, die wir schon kennen, der Oni. Meint die vielleicht diesen Raum hier? Dann wäre es die Geisterbox. Bitte Licht anlassen, ich habe nicht mehr viel Sanity. Kannst du mit uns reden? Hier Infrarot, Laserstrahl, Gitternetz. So sieht man ja gar nicht. Scheiße, ich mach mal zur Kamera. Die geht ja gar nicht. Das ist im Quantum Star Wars, Was war jetzt alles? Was haben wir? Laserprojektion. Laser Ja, absoluter Star Wars Fan. und Infrarotbewegungsmelder. Und was noch? Und Dunst. Okay.
Hey, ich guck mal, wir haben vielleicht einen neuen Geist entdeckt. Eine neue Spezies. Ich werde sie Jasmin nennen. Nett. Weil sie so schrecklich ist. Wir haben den Doppler. Ich teile meine Erkenntnisse mit meinen Freunden. Jasmin, du bist mein Freund, du hast jetzt meine Erkenntnisse. Den Doppler. So, der Doppler. Okay, das Ritual von Astator. Wir brauchen aber auch noch, wenn wir mal eine Quest machen wollen. Wie liegt denn hier ein Stuhl um? Muss der Geist eine Kerze auspusten und oder kann ich eine Kerze einfach so hinschmeißen? Da steht doch eine Kerze, habt ihr eine gekauft? Ja, ich habe gerade eine eingesteckt, aber ich kann die nicht auspacken. Cool. Wie soll der denn eine Kerze? Achso, beim Ritual vielleicht. Ja gut, das macht er ja öfter mal. Denn würde das vielleicht zählen? Ja. Ritualkerze fallen lassen könnte ich. Wo ist sie hin? Ist sie da wieder reingefallen? Okay. Ah nee, hier. So. Da oben steht er. Wo, wo, wo? Da oben. Hier oben rechts. Am Fenster, ne? Mhm. Akkurate Beweisbilder. Übrigens ist das immer noch ein R. Sebastian! Oh oh, flackert das Licht um. Jetzt ist er weg. Kommt der? Ich weiß nicht. Bisschen Angst habe ich ja schon, weil die Sanity so wenig sind, ne? Ja, Sanity, Schmanity, ne? Du mit deinem versuchten Reim hier, mein Sanity, Schmanity. Ja, ich sag ja immer, Sanity ist so wie Energy, ne? Hast du ein Kruzifix? Ja. Und du behältst das auch? Ei? Du kannst das nehmen, wenn du willst. Nee, weil dann kannst du den Geist vom Jagen stoppen. Also, dass du mit dem Kruzifix bei mir bleibst, wenn ich das Ritual mache. Okay. Und eigentlich bräuchte ich noch ein Foto von dem Geist, während er jagt, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Am Arsch. Vor allem, wie soll denn das gehen, ey? Willst du am Weglaufen? Sebastian? Ja, ich hab alles getan. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich hab noch. Ich hab noch ein bisschen zu wenig Geld, als dass ich jetzt hier meine hart erkämpfte Ausrüstung opfer. Ist so. Was braucht der? Astator. Okay. Astator. Astator. Lol. Jetzt. Mhm. Ich brauche 3 Kerzen und die Rune von Utala. Die haben wir nicht. Doch, die haben wir. Ja? Und ich habe Kerzen 2. Der Ausweis kann... Nee, der Ausweis kann nicht weg. Brauch den Namen nochmal. Sebastian wie? Jones. Okay, Sebastian Jones. Kannst du noch eine Kerze? Einen Moment. Ich glaube, eine kann ich noch mitnehmen. Nee, kann ich nicht. Mandarine. Eine Kerze und die richtige Rune. Ich kann dir gleich nochmal sagen, welche das ist. Du musst die nur einmal in deine Hand nehmen. Eine Kerze? Genau, du brauchst eine Kerze. Was ist Kerze, eine Rune? Einer die Steine von hier? Genau. Und da ist, wir haben 2 verschiedene Steine. Geht doch Steine. Nur einer. Ja, wir haben 2 verschiedene Steine. Nimm mal einen. Ja, geht aber nur einer. Achso. Ja, drück mal den Tab. Hast du? Von Berkano. Was? Von Berkano. Okay, wir brauchen Utala. Dann kannst du auf Fallen lassen drücken und dann nehmen wir den anderen Stein. Ach, sag bloß, Patrick. Ich dachte, untersuchen. Okay, untersuch mal. Zu welchen Schlussfolgerungen bist du gekommen? Dass ich dir nachher ein paar Schnauze haue. Bitte, Jasmin, ich bin gebildet. Ich trage ein christliches Buch durch die Gegend. Mhm. Bildung. So. Ach so, kannst du noch Spray mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Ja, ich hab schon. Alter. 24. Noch. Wo willst du denn jetzt hin überhaupt? Ich wollte hier so ein Dings machen. Können wir das nicht am Eingang machen? Nein, wir müssen schon ein Stück rein. Mhm.
Warte. Ja. Welches? Hm, scheiße, das Zeichen des Zess. Oh, leck mich. Achso, ich muss das erst auswählen. Oh, ist das dumm, ey. Ich hab's doch schon 100 Mal gemacht. Wo ist mein Buch? Sag mal, hast du's heute mit den Sachen? Das Buch jetzt weg? Ja. Das läuft schon alles hier, ne? Ist das Buch jetzt weg? Ja, läuft jetzt hier. Hä? Nee. Was denn? Ja, ist alles cool. Alles cool. Ich bin Heidiger. Heidiger? Ja. Ich brauche deine Kerze und deinen Stein. Oh. Hm. Und dann musst du mit deinem Kreuz bei mir bleiben. Ja, ich habe nur was geguckt eben. Okay. Hast du dein Kruzifix draußen? Ist das an? Schon. Ich hab's angemacht. Ja, los. Mach jetzt. Okay. Sebastian Jones. Hm. Oh Gott, ja, wir hatten eine Kerze ausgepuffelt. Ja, schön. Oh nee. Kleinen Moment. Noch eine Kerze? Ja, hier. Warum jault der? Gott befehligt dich. Fürchte die Kirche Gottes. Wir beten zu Gott. Wir werden nicht zulassen, dass du dunkle Schlange... Oh nein, er hat ein Portal geöffnet. Schließen. Die ja? magischen Worte haben es verschlossen. Herein? Nein, mach weiter jetzt. Die Menschheit täuscht. Die Menschheit täuscht. Kerze. Sebastian Jones. Oh oh. Ein Portal. Schließen. Du Schlingel, du versuchst es immer wieder, ne? Gott, gleich haut er die eine rein. Im Namen Gottes, geh raus! Penis. Oh, ich dachte, es wäre schief gegangen. Nein, das letzte Wort war entscheidend. Penis! Immer von draußen. Komm mal lieber raus! Ja, ich will mal gucken. Das war aber komischer als sonst. Was ein Feuerball. Junge. Meinst du, wir kriegen Ärger von den Hausbesetzern, wenn wir überall so Brandzeichen setzen? Ich glaube, die sind froh, wenn das weg ist. Aber. Ach ja, wann hört denn das auf zu leuchten? Nie. Brennt alles ab. Brennt für immer. So, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ihr Haus vom Geist befreit. Übrigens, das bleibt für ewig. Legen sie einen Teppich drüber oder so. Was war das? Ein Telefon. Ich gehe da. Warst du das? Ja. Ach, du bist scheiße. Gucken, wofür wir so Geld kriegen. Okay, die Kamera liegt immer noch so. Oh, warte, fürs Reacher-Brett vielleicht? Bist du hier? Hä, hast nicht mal Geld gekriegt für den Geister? Hä? Wo sieht man denn, dass man da was für kriegt? Nein, weiß ich nicht. Das finde ich ja heraus, wenn wir... Also ich hätte ja halt gerne noch ein Foto vom Geist gemacht, aber ich muss mir mal Sanity-Pillen mitnehmen. Und einen Energy-Drink. Okay, aber zumindest haben wir wieder eine erfolgreiche Runde und ich bin mir ziemlich safe, dass wir es gerockt haben. Ja, sonst wäre es in die Hose gegangen, wenn wir es nicht gerockt hätten. Yeah. Jesus. Wir haben es gerockt! Es war ein Doppler, ein neuer Geist, ein doppelter Doppler. Nur jetzt für 3,49. Badabababa. Oh, wir sind bald Level 7.
So, das war eine weitere erfolgreiche Runde Ghost Exile, würde ich sagen. Ich würde gerne nochmal hier, wir können ja hier Ausrüstung wählen. Wir gehen mal in den Shop rein. Bevor wir das vergessen, ne, beim nächsten Mal. Kaufen wir uns einen Energy Drink. Wir kaufen uns Sanity Pillen. Fürs Questen nochmal ein Kreuz. Der geht voll ab, ey. Jedes Mal, wenn du was kaufst. Oh yeah! Ja! Das ist so doof. Ja, das macht er immer. Na, so bestimmt nicht. Doch, genau so. Ich will den Rover. Ich will den Rover haben. Okay, aber ich denke mal, damit bin ich gut bedient fürs nächste Mal. War so klar, ey, dass du dir den Kack da holst. Was? Den Rover. Nee, noch habe ich ihn nicht. Ich habe nicht genug Geld. Hä? So. Was denn? So, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder rein. Wir sehen uns. Bis dahin, hau da rein. Ciao.